Mama. Nix. Ach Leute, das mit dem mit dieser Tonne, das war ein Schuss in den Ofen, Anna. Ja? Da kommt lauwarmes Wasser raus halt. Und die Tonne ist da richtig krass am Heizen. Ja, und Quant alles voll. Und Quant alles hier richtig ekelhaft voll. Das ist jetzt quasi eine, wie sagt man das, Option, ne? Wie sagt man das? Das ist jetzt quasi eine Alternative, wie man Wasser im Pool nicht warm machen sollte. Jetzt habe ich schon ein paar Alternativen, wie man Wasser im Pool nicht warm machen sollte. Aber egal. Egal, Schwamm drunter, jetzt wird das Dach verbrannt. Ich hätte gerne einen Anschlag gehabt, aber der liegt noch in Remscheid in einer Wohnung, die wir gerade am Renovieren sind. Kann aber auch sein, dass er irgendwo hier rumliegt und ich finde den nicht. Egal, haben tue ich den nicht, deswegen habe ich mir aus so einem Stück Aluprofil einen Anschlag gebaut, was genauso klappt. So, es gibt ja immer wieder Leute, die schreiben in den Kommentaren, dass ich mir erklären soll, was ich da mache. Ich bin aber weder Zimmermann noch Dachdecker. Ich erkläre euch jetzt trotzdem mal, was ich da draußen mache. Der Thomas hat diese einzelnen Sparren da so ausgerichtet, dass da genau 3 von diesen Siebdruckplatten hinpassen, wenn jede Seite 20 cm übersteht. Viel mehr ist da nicht bei, ne? Die liegen Stoß an Stoß und ich verschraube die mit ganz normalen hier so Holzschrauben das ist so ein... Keine Ahnung, ich weiß, Trompetenkopf ist bei Gipskartonschrauben. Senkkopf, glaube ich. Das sind ganz normale Senkkopfschrauben. Damit verschraube ich die auch echt nur das, was ich da habe, weil ich habe immer so ein paar Schrauben da und Hauptsache ist, dass das irgendwann dicht ist und meine Kinder da spielen können. Mama! Okay, du kannst jetzt im Bauch rutschen. Ich glaube, es wird jetzt anfangen zu regnen, oder? Wow! Kommt rein, ist voll windig! Das hat echt länger gedauert, als ich gedacht habe wieder. Aber egal, das jetzt drauf, dicht ist das noch nicht. Das ist aber was ich auf jeden Fall noch vor dem Urlaub schaffen wollte. Und
das habe ich jetzt geschafft. Die nächsten Videos, die jetzt kommen, sind im Prinzip alles Urlaubsvideos. Dankeschön hier an Weber Wolf, die mir das Wohnmobil zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich da riesig auf diese Videos und auf den Urlaub, weil ich war jetzt schon echt lange nicht mehr mit der Family. Wow. Ich war jetzt schon echt lange nicht mehr mit der Family im Urlaub und das ist halt was ganz Neues. Ne? Wir haben uns so ein paar Utensilien geholt, die wir mitnehmen in den Urlaub, wo wir uns überlegt haben, das könnte praktisch sein, aber wenn ihr Tipps habt zum Campen mit Kindern, schreibt das echt gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Peace, Leute. Bis dann. Macht's gut und seid fleißig.